erlebt hatte, wie sie das denn findet mit der Monarchie. Und dann hat die gesagt, ja, das ist so schön, Königin Sud. Und warum denn? Ja, ist doch so schön, wenn man mal wieder gehorchen kann. Was ich sagen möchte ist, wir alle haben die Sehnsucht danach, dass uns jemand sagt, wo es lang geht. Auch in der Waldorfschule, sagt, hör zu, die sind nicht so richtig, wir sind richtig. Aber ihr seid nur richtiger. Das seid ihr. Ihr müsst also hinterfragen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, alternative Sender einzuschalten, die natürlich auch ihre Form der Propaganda machen. Russia Today macht auch eine Form der Propaganda, aber das ZDF auch. Und als jemand, der Nautik studiert hat, weiß ich, man braucht mindestens 2 Punkte zur Peilung, um die eigene Position zu bestimmen. Und jeder, der einen Punkt wegnehmen will, will, dass du etwas los bist, deinen Orient. Denn ohne Orient bist du orientierungslos. Und das ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Du sollst mir blind folgen. Du sollst das nachplappern, was ich dir sage. Du sollst dich auf die Alpha-Journalisten beziehen, auf Joffe und Co. und sagen, das hat der ja gesagt. Das sollst du nicht. Rudolf Steiner hat auch nicht gesagt, sag alles das, was ich 1912 geschrieben habe, sondern mach dir deine eigenen Gedanken. Rudolf Steiner hat in seinen Büchern Computer nicht erwähnt. Trotzdem ist es okay, sich welche zuzulegen. Damals war der modern. Wenn ich den betoniere, dann ist der alt. Um den modernen, um den weiter modern werden zu lassen, muss ich das Risiko eingehen, Steiner weiterzudenken. Das ist das, was ich machen muss. Ich muss die Demokratie weiterdenken. Ich muss für die Demokratie einstehen. Ich muss mich für die Demokratie angreifbar machen. Und wenn ich feststelle, dass Medien nicht das tun, was sie tun sollten, mich zu informieren und den Bürger vor Schaden zu bewahren und seine ethischen und moralischen Grundwerte immer wieder zu appellieren, sondern Krieg schön zu schreiben und das alles nice als Show zu machen, dann haben diese Medien nicht mehr die Aufgabe, die sie eigentlich haben sollten, sondern sie führen uns in einen Krieg. Und das sagt Willy Wimmer. 30 Jahre im Verteidigungsministerium. Das schreibt Clark in die Schlafwandler. Vor 100 Jahren, 1914, sind wir genauso in den Krieg reingestolpert. Und zu was sind die Menschen fähig? Wie ist es denn möglich, dass die Leute nach dem Ersten Weltkrieg den Zweiten Weltkrieg machen? Aber für uns ist der Zweite Weltkrieg viel weiter, liegt er zurück. Für uns ist das alles abstrakt. Das ist der Punkt. Für uns ist das abstrakt. Wir haben auf diesem Planeten inzwischen so viele Menschen und globale Probleme, dass wir nur eine Chance haben, dass wir das ganzheitlich lösen, indem wir die Strukturen, die Art, wie wir leben, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir haushalten, komplett hinterfragen. Und jetzt kommt das böse Wort, was ich auf Montagsdemonstrationen oft sage. Uns fehlt so ein bisschen zum ganzen Materialismus so ein bisschen Spiritualität. Wir sind totale geistlose Idioten und folgen dem Mammon. Wir sind für jeden... Wir sind für jeden erreichbar, aber für uns nicht. Was wollen wir? Ich habe oft mit Leuten gesprochen und dann, was würdest du denn machen, wenn du morgen im Lotto gewinnst und so, da kommt der Standard, wo ich, ja, ich würde in die Welt fahren oder dieses Auto würde ich mir, gut, wenn du das alles hast, was machst du denn danach? Dann würde ich nochmal um die Welt fahren und noch ein anderes Auto kaufen. Ja gut, wenn das auch ist, was machst du denn danach? Du hast dann noch 30 Jahre. Und das wissen die meisten Leute gar nicht. Die meisten Leute zitieren Instant-Wünsche. Die meisten Leute wissen nicht, was sie selber wollen. Die meisten Leute geben etwas an, was eine Marke ist. Eine Marke ist ein soziales Konstrukt. Du kannst mit einem iPhone nicht angeben, wenn du der Einzige bist, der ein iPhone besitzt und niemand außer dir weiß, was Apple ist. Die Leute, ach, du hast schon das Neueste. Damit kannst du punkten. Und da sind auch Menschen bereit, auf die Straße zu gehen. Es ist nicht so, dass Menschen nicht bereit sind, sich für eine Sache einzusetzen und ihre Gesundheit zu riskieren. Sie campen vor den Apple-Shops für das neue iPhone 6. Sie sind bereit. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, aber es ist schon so, dass es möglich ist, Menschen zu motivieren. Sie sollen das Leben von Apple leben, von Adidas, von Porsche und Mercedes. Als Ersatzleben. Aber wenn das so ist, warum konsumiert dann jeder Dritte, den ich kenne in der Hauptstadt, irgendwelche synthetischen Drogen? Das ist doch Flucht. Und ich fliehe nicht, ich trinke ab und zu eine Tasse Kaffee und ich fräse mir Informationen rein. Das ist meine Droge. Da sagen die Leute immer, ich bin zu schnell, du bist so langsam. Dein Gehirn wird nur zu 10% genutzt, nutze 12%. Da ginge mehr. Ja? Ich möchte euch, wir sind per Du, nicht Hoffnung machen, sondern ich möchte an euch appellieren, das, was ihr auf der Waldorfschule gelernt habt, ich weiß nicht, ob ihr alle Waldorfschüler seid, das nicht unter dem allgemeinen Druck einer Gesellschaft, die am Rande steht, weil unser Wirtschaftssystem ist ein kaputtes System. Wir versuchen, unendliches Wachstum auf einem endlichen Raum zu generieren. Das ist alles krank, okay? Also praktisch den Schulgarten, ohne die Fläche zu vergrößern, verhundertfachen, was da als Ertrag geht. Das funktioniert nicht, das weiß jeder. Ich versuche euch oder appelliere an euch,
an das, was ihr auf so einer Schule gelernt habt, was ihr als Kinder verinnerlicht habt, das wach zu halten. Und die Frage ist ja, könnt ihr das überhaupt? Seid ihr denn empathisch? Ist denn da was da? Wer seid ihr denn eigentlich? Was wollt ihr denn eigentlich? Was ist denn richtig? Was ist falsch? Das sind komplizierte Fragen, die wir heute Abend definitiv nicht klären können. Nur final ein Experiment aus der Soziologie, was ich gerne zitiere, weil ich mich das sehr tief bewegt hat und Leute mich gefragt haben, was soll man denn machen? Die Lösung liegt vor uns. Die Lösung haben unsere Kinder uns schon vorgelebt. Wir müssen unsere Kinder nur ernst nehmen und sie nicht erziehen, irgendwo hinziehen. Wir sollen ihnen zuhören. Wir lernen von Kindern mehr als die von uns. Wir sollen denen nicht das Gehirn frasieren, wir sollen nichts aus ihnen machen, wir sollen nichts mit ihnen angeben. Guck, was aus ihnen geworden ist. Tennisspieler oder sowas, das sollen wir nicht machen. Ja? Oder der arbeitet jetzt in der Bundespressestelle und den kennt jetzt jeder. Okay. In der Soziologie gibt es ein Experiment, da nimmt man hat man zwei dreijährige Kinder genommen, die hatten Hunger, das Mittagessen stand vor der Tür, man hat sie in diesen Raum geführt, eine Kamera, die haben sie nicht gesehen, war auf sie gerichtet, ihre Lieblingserzieherin war da und sie haben schon gerochen, offensichtlich gibt es da ein Essen, das sie sehr mögen, Spaghetti Carbonara, meinetwegen auch vegan. Das war jetzt also auf diesen Tellern, aber auf diesen Tellern waren einfach diese Galoschen und als die Erzieherin hat gesagt, ich gehe jetzt gleich raus und dann nehme ich noch die Galoschen ab und dann könnt ihr anfangen zu essen. Die Erzieherin geht raus, nimmt die Galoschen ab, zack, und da siehst du eben die beiden Kinder und der eine Teller voll mit Spaghetti und alles super und der andere Teller nichts. Leer. Und dann nimmt das Kind, was alles hat, selbstverständlich mindestens die Hälfte, tut es dem anderen drauf, beide fangen lustig an zu essen und es wird nicht geredet, sondern selbstverständlich. 5 Jahre später, bei Kindern, die ein bisschen älter sind, nicht dieselben, damit sie sich nicht erinnern können, passiert das, macht man dasselbe nochmal. Kinder zwischen 7 und 8 sitzen in diesem Raum, da riecht es auch wieder nach Spaghetti, wahrscheinlich sind die frisch gekocht, gehe ich von aus. Da sind dann die Galoschen drauf, die werden abgehoben. Und in dem Moment, wo das eine Kind mit den vielen Spaghetti sieht, dass das andere nichts hat, macht das eine Kind mit allem das und schützt sein Essen. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist in der Zwischenzeit mit diesen Kindern passiert oder konkret, was haben wir aus diesen empathischen Kindern gemacht, dass sie das machen? Und wenn wir dahinter kommen, haben wir die ganzen Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, definitiv nicht mehr, weil unser Problem ist fehlende Empathie. Das ist alles. Und wenn wir Empathie empfinden, können wir gar nicht jemanden angreifen. Dann besuchen wir ihn nicht mit einer Waffe, dann versuchen wir ihn kennenzulernen. Dann schmeißen wir Gazetten, die uns Krieg schönreden, einfach weg, weil die sind auf Gewalt gebürstet. Weil wir sind empathische Wesen. Wenn wir auf die Welt kommen, sagt unsere Mutter nicht, wenn sie uns auf die Welt gebracht hat, was kriege ich denn dafür? Was kannst du mir anbieten für die erste Brust? Mach mal Kredit aufnehmen. So ist das nicht. Wir kommen auch ohne Telekom-Vertrag auf die Welt. Aber irgendwann kommt jemand und versucht, das alles auszuschlachten. Und wir lassen uns das gefallen und nehmen es als normal hin. Es ist nicht normal. Normal kommt von Norm. Norm ist die Masse und die Masse ist träge und dumm. Ihr sollt die kleinen Amplituden sein, die kleinen Dinger, die da rumsausen. Ihr sollt Unschärfentheorie sein. Ihr sollt euch nicht vermessen lassen. Ihr sollt euch nicht bestimmen sein lassen. Ihr sollt etwas genießen. Ihr sollt ich genießen. Ich ist ein sehr positiver Egoismus, wenn er anderen nicht schadet. Ihr habt eine Riesenchance, weil ihr ja ich seid. Ihr seid ja den ganzen Tag mit euch zusammen, dafür zu sorgen, dass ihr so glücklich werdet, dass ihr anderen dabei nicht schadet. Und wenn jeder sich darum kümmert, dass er glücklich wird, indem er anderen auch nicht schadet, sind ja alle glücklich. Ganz einfach wäre das. Höre auf, anderen Leuten zu schaden. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Es sind ganz simple Botschaften. Und lass dich nicht vereinnahmen, lass dich nicht benutzen. Wenn jemand dich in den Krieg schickt, um auf Leute zu schießen, die du nicht kennst, für die Verteidigung der Werte, obwohl du dort dann die Werte erschießt, weil du deine Werte zu Hause lassen musst und zerstört zurückkommst, dann musst du widersprechen. Und wenn jemand dorthin geht, weil er es nicht besser weiß und du bist sein Freund, dann musst du ihn zurückhalten. Das ist dein Job. Da musst du ihn zurückhalten. Und Politiker, die uns anweisen, dass wir es tun sollen, vorübergehend gegen die Russen, sind nicht unsere Freunde. Ich habe ja gehört, dass man an dieser Schule eben Russisch lernt. Das finde ich hochsympathisch. Und was würde ich dieser Schulleitung vorschlagen? Jedes Jahr werden tausende Schüler nach Amerika geschickt zum Austausch, um dort die amerikanische Kultur kennenzulernen, die auch toll ist, wenn wir uns mal die Gründerväter angucken, was es dort gibt. Die amerikanische Regierung und der amerikanische Bürger ist nicht dasselbe. Wir sollten mehr Leute in die Länder schicken, die man uns als Feindbilder verkauft. Also in die ganzen Terrorstaaten, nach Russland, Ukraine, wird feststellen, der Terror wird hier behauptet. Es sind auch nur Menschen, die sind anders als wir. Und das ist eine Bereicherung. Ich finde Andersartigkeit als eine Bereicherung. Und auf der Waldorfschule, und das ist mein letzter Satz, hat man mir immer erklärt,
Du hast das Recht, so zu bleiben, wie du bist, wenn du anderen damit nicht schadest. Es ist okay, so wie du bist, aber lass auch andere so, wie sie sind. Sei tolerant. Vielen Dank.